Das neue Bottom Dollar Bounties DLC ist gestern erschienen und wir schauen uns an, was alles Neues dazukommen ist. Kurze Info vorweg, wir werden nicht auf jede Neuerung im Detail eingehen, dazu kommen noch einzelne gesonderte Videos. Am sinnvollsten wäre es natürlich, mit dem neuen Unternehmen in diesem Update anzufangen, und zwar die neuen Kautionsbüros. Insgesamt gibt es 5 Stück, wie immer eins ganz oben bei Palito Bay, das ist das günstigste für 1,65 Millionen Geta Dollar und das teuerste oben in Winewood Mitte für 2,62 Millionen Geta Dollar. Falls ihr euch dazu entscheidet, euch alle Upgrades zu holen, wird es euch eine zusätzliche Summe von 2,2 Millionen Geta Dollar kosten. Deshalb macht euch auf jeden Fall nochmal Gedanken darüber, ob ihr da wirklich alles braucht. Ich werde versuchen, noch ein Guide zu den Kautionsbüros im Laufe der Woche zu veröffentlichen, sobald wir mehr Informationen zu jeder Kleinigkeit haben. Aber im Moment können wir einfach mal ganz schnell und kurz drüber gehen. Vorweg kann ich euch aber auf jeden Fall empfehlen, ein Kautionsbüro in der Stadt zu kaufen, also der in Palito Bay lohnt sich definitiv nicht, aber das ist ja fast mit allen Unternehmen so. Grundsätzlich funktioniert das Unternehmen so, dass ihr pro Tag eine Zielperson habt, welche mehr als 100.000 GTA Dollar wert ist. Falls ihr diese Kopfgeldjagd startet, ist es so, dass sich eine separate Mission öffnet und in dieser fangt ihr dann diese Person und bringt ihr zurück. Daneben gibt es noch 3 weitere Kopfgelder, welche sich jede Stunde aktualisieren und euch so um die 30.000 bis 40.000 GTA Dollar einbringen. Diese fangt ihr aber in der öffentlichen Lobby. Dazu gibt es also keine separate Mission. Und glücklicherweise dauern diese Mission zumindest nur 5 bis 10 Minuten. Eine weitere Geldmethode ist der Safe in dem Kautionsbüro. Dafür braucht ihr aber die Agenten, die ihr bei Maze Bank Foreclosures für euer Unternehmen kaufen könnt. Da wissen wir im Moment noch nicht ganz genau, wie viel Geld man bekommt, aber das werden wir auch wahrscheinlich die nächsten Tage schon herausfinden. Außerdem gibt es neue Missionen, und zwar Streifenfahrten, die wir aus unseren Polizeiautos starten können. Dazu bekommen wir entweder eine Anfrage oder können, wenn wir den rechten Stick reindrücken, selber eine Streifenfahrt anfragen. Diese Missionen sollten euch nur 1 bis 2 Minuten kosten und zahlen 25.000 GTA Dollar. Das ist zwar jetzt nicht die schlechteste Geldmethode, aber natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass ein Polizeiauto um die 5 Millionen GTA Dollar kostet. Auf Legendary Motorsports haben wir 6 neue Fahrzeuge, die ihr jetzt sehen könnt. Hier ist es wichtig zu erwähnen, dass 2 dieser Fahrzeuge HSW-Verbesserungen haben und 2 weitere Fahrzeuge ImaniTech. Das einzige Fahrzeug, was hier leider aus der Reihe tanzt, ist der neue Pipistrello. Und zwar ist dieser leider diese Woche nur für GTA Plus Mitglieder, und zwar gratis verfügbar, und ab nächster Woche für alle, aber ihr könnt schon sehen, er wird um die 3 Millionen GTA Dollar kosten. Auf Warstock haben wir jetzt schon sogar 3 neue Polizeiwagen, und zwar den Greenwood, den Dorado und den Impala SZ als Polizeiwagen. Und natürlich, wie alle anderen Polizeiwagen auch, kosten diese um die 5 Millionen GTA Dollar. Falls ihr aber den Handelspreis freischalten könnt, kosten die nur um die 3,5 Millionen. Auf SSASA haben wir zwar leider nur ein neues Fahrzeug, und zwar den Yosemite 1500, aber das sind viel mehr Fahrzeuge am ersten Release-Tag, als wir bisher, glaube ich, öfters gehabt haben. Und zwar haben wir um die 10 neue Fahrzeuge. Natürlich ist der Pipistrello nicht für jeden verfügbar, aber wenn wir diesen mitzählen, sind wir dann halt bei den 10 Fahrzeugen. Des Weiteren haben wir Neuerungen bei den Drift-Fahrzeugen. Und zwar haben wir 3 weitere Fahrzeuge bekommen, bei denen wir das Drift-Upgrade hinzufügen können. Das ist einmal der Übermacht Cypher, der Nebula Turbo und der Übermacht Sentinel Classic. Und das war es auch eigentlich so mit den neuen Inhalten. Wie gesagt, wir gehen jetzt nicht auf Details ein, dazu kommen noch separate Videos, aber ich hoffe, ich konnte euch an dieser Stelle so gut wie es möglich aufklären. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ein Abo wäre sehr, sehr schön, und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und ciao.